Ich finde es eine Ehre, dass du als Solothurner Stadtverein gefragt wirst, so etwas zu machen. Weil ich glaube, die Gelegenheit bietet sich jetzt lang nie mehr. Und darum haben wir auch sofort gesagt, da sind wir dabei, das ist ganz klar. Oder? Das Problem wird auch sein, wenn der Wellengang, den wir haben, von den anderen Schiffen, es sei denn, es hat auch vielleicht Wind. Und dann haben wir mit den paar Zentimetern vom Boot, wo wir einfach über Wasser sind, schon ein bisschen Probleme mit den Wellen. Es könnte reinspritzen, wir könnten unter Umständen ein bisschen Wasser im Schiff haben. Oder eben schon nicht gerade seekrank werden wir nicht. So brutal wird es nicht sein. Aber das könnten so die Probleme sein, die wir hätten. Ich würde sagen, dass das einmalig ist, ja, weil eben das Fête de Vigneron ist 25 Jahre in diesem Rhythmus. Und ich glaube, der Kanton Solothurn wird das nicht nur ein zweites Mal so machen wie jetzt, so ein Programm. Und ich glaube, von dem her wird es einmalig sein für uns. Ja.